Herzlich willkommen im historischen Badehaus im Stadtmuseum. Mein Name ist Christiane Schalles und ich möchte Ihnen die Museumsräumlichkeiten näher bringen. In den ehemaligen Badekabinetten sind heute die Museumsräume untergebracht. Das Bedeutendste, was sicherlich so an Historie zu bieten hat, ist das Kurleben, das über 300 Jahre währte. Hier in diesem Raum sieht man, wie das Kurleben im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Der original erhaltene, vergoldete Spiegel stammt aus dem einstigen Kurhaus. Auf dem Biedermeier-Sofa fühlt man sich in das Kurleben des 19. Jahrhunderts versetzt. An die Trinkkur erinnern noch die hier gezeigten Gläser, die einst die Brunnenmädchen mit dem Quellwasser ausschenkten. Außer der Trinkkur wurde auch die Badekur in Bad Soden angeboten. Die historische Badewanne verweist darauf. Dieser Museumsraum widmet sich ebenfalls den berühmten Sodener Kurgästen, wie dem Autor des Strubelpeters Heinrich Hoffmann, dem Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy oder dem Schriftsteller Leo Tolstoi. Zum Abschluss dieses kleinen Einblicks zeige ich euch im Raum Neuenhain einen originalen Kaufmannsladen von 1910. Hier darf man auch hinter den Tresen kommen und in den Schubladen stöbern. Im Museum gibt es noch viel mehr zu entdecken. Keltische Fundstücke, Werke sodener Künstler, eine Kunstmediathek. Schaut einfach rein.